Das internationale Live-Projekt Wine Adapt trägt dazu bei, die europäischen Weinberge als Kulturlandschaft mit großem sozioökonomischen Wert zu erhalten. Herzlich willkommen zum Podcast Agrarseins Wissen kompakt der Habeler Pfarrer Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn es um wichtige Themen der Lebensmittelwirtschaft und der Landwirtschaft geht. Im heutigen Podcastgespräch möchten wir uns mit Möglichkeiten zur Erhöhung der Biodiversität im Weinbau beschäftigen. Konkret geht es dabei um Ergebnisse eines internationalen Forschungsprojektes, wo innovative Begrünungen im Weinbau getestet wurden. Wie wichtig ist der Standort? Worauf ist bei der Saatgutauswahl zu achten? Wozu braucht es regionales Saatgut? Welche Techniken zur Anlage und zur Pflege der Biodiversitätsstreifen werden empfohlen? Zu all diesen Fragen möchten wir heute wertvolle Antworten geben und ich darf dazu Dr. Wilhelm Kreis von der Habeler Pfarrer bei Gumpenstein bei mir begrüßen. Denn er hat im Live-Projekt Wine Adapt zentral mitgearbeitet und sehr viel Wertvolles gelernt. Lieber Willi, herzlich willkommen im Podcast. Danke für die Einladung. Willi, ich habe am Anfang bei meiner Einleitung gesagt, hoher sozioökonomischer Wert des Weinbaus, sehr bedeutend in der gesamten Geschichte sozusagen der Entwicklung der Menschheit, könnte man fast sagen. Vielleicht zu Beginn, wie schaut es mit der Biodiversität im Weinbau aus? Wie hat sich die in den letzten 50 Jahren zum Beispiel verändert? Ja, man hat schon gesehen, im Weinbau, es war natürlich sozusagen ein Genussmittel, schon im Mittelalter, in den früheren Zeiten. Und natürlich hat sich auch im Weinbau die Intensivierung in den letzten 50 Jahren sehr groß gezeigt. Es wurden einfach die Flächen dann intensiv bewirtschaftet und vor allem unterm Weinstock, beziehungsweise auch in der Fahrspur, relativ intensiv gemulcht, gemäht. Und man muss auch sagen, es hat schon einige Weinberge auch gegeben, wo Totalherbizide eingesetzt wurden unterm Weinstock, damit man einfach diese Flächen von Unkraut frei hält und dem Weinstock ja die Konkurrenz sozusagen nimmt, dass die Pflanzen eigentlich da keine Konkurrenz haben, der Weinstock. Aber wie gesagt, mittlerweile ist man ein bisschen beim Umdenken und jetzt sind wir eben dabei bei diesem Projekt, dass wir gemeinsam mit einigen Partnern, europäischen Partnern, das Ganze machen. Vielleicht gehen wir jetzt zu Beginn einmal ein bisschen auf das Forschungsprojekt als solches ein. Es war ja ein Live-Projekt, wo sehr viele Partner aus ganz Europa mitgearbeitet haben. Vielleicht stellst du grob ein bisschen das vor. Ja, gesagt, das ist immer ein Live-Projekt, wo es darum geht, eben Umsetzung, nicht nur Forschung zu etablieren, sondern wirklich die Umsetzung auch in die Praxis zu bekommen. Und deswegen haben wir da auch einige praktische Partner dabei gehabt, eben Thomas aus Deutschland zum Beispiel, war die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt dabei, die das ganze Projekt koordiniert hat. Mhm. Daneben eben das Landesweingut Kloster Pfurta, das was sozusagen die Versuchflächen zur Verfügung gestellt hat, wo man auch die ganzen Versuche durchgeführt hat. In Deutschland ist das? In Deutschland, genau. Mhm. Und im Endeffekt die Hochschule in Anhalt hat das Ganze wissenschaftlich in Deutschland betreut. Mhm. Daneben haben wir Partner gehabt aus Frankreich. Da ist eben das sozusagen die Weinkooperation Marignon dabei gewesen, die sozusagen die Flächen zur Verfügung gestellt hat und betreut ist das über die Universität Avignon, dort ein wissenschaftlicher betreut worden. Ungarn war jemand dabei? Ungarn war auch dabei, da haben wir ein Forschungsinstitut für biologischen Landbau, die eben in unterschiedlichen Regionen in Ungarn, zum Beispiel eben in der Türkei, hier Versuchsflächen betreut haben und das wissenschaftlich ausgewertet haben. Und auch zu guter Letzt haben wir auch in Österreich, da ist neben der Habeler Pfarrer bei Gumpenstein, haben wir eben das Landesweingut Silberberg dabei gehabt, wo wir wirklich diese Versuche umsetzen haben können und eben auch dort noch einige Partner. Bio Austria zum Beispiel. Bio Austria hat da ein bisschen mitgearbeitet und im Endeffekt eben auch Weingut, wo wir wirklich bei Weingütern auch das gemacht haben. Okay. Und konkret, was waren so die groben Inhalte in dem ganzen Projekt? Die groben Inhalte ist im Endeffekt um unterschiedliche Arbeitspakete gegangen, aber das wichtigste Arbeitspaket bei uns war eben diese Biodiversität, der Erhöhung der Biodiversität im Weingarten, dann eben auch die Unterstockpflege, wie man das machen kann, bis hin zu Düngungsfragen, wie kann man effizient düngen und dann haben auch, das ist jetzt in Österreich nicht der Fall gewesen, es ist um Bewässerung gegangen, sozusagen um die, wie kann man einen Weingarten, der wirklich so wie in Frankreich oder in Ungarn sehr, sehr trockenes Gebiet ist, wie man das eben effizient bewässern kann, bis hin dann auch zu Fragen sozioökonomisch. Wie kann ich das Ganze dann auch in der Gesellschaft, wie spiegelt sich das Ganze in der Gesellschaft wieder? Mhm. Natürlich, Wein ist ein Genussgut, es ist jetzt nicht ein Lebensmittel, was dringend oder
unabdingbar ist. Und da geht es eben darum, auch zu schauen, was die Gesellschaft davon hält, was möchte die Gesellschaft auch in Zukunft von den Winzern, von den Weinbauern bekommen. Mhm. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Biodiversität vielleicht ein oder konkret. In diesem Zusammenhang würde ich mir vorschlagen, dass wir uns einmal einen Weingarten einmal anschauen. Wie ist der so aufgebaut? Welche wichtigen Bereiche gibt es? Es gibt den Zwischenstockbereich und so weiter. Erklär uns das vielleicht zu Beginn, weil es wichtig ist, glaube ich. Wie gesagt, wir haben natürlich den Fokus, unserem Pflanzenbaulich einen Fokus sozusagen auf die Begrünung. Der Weinbauer, der Winzer hat natürlich den Fokus auf die Weinrebe. Da ist das Wichtigste, ist die Weinrebe. Die muss gut gedeihen, gut wachsen, gut nährstoffversorgt sein und eben auch einen qualitativ hochwertigen Ertrag bringen. Bei uns der Zugang ist eben, wie kann ich das schaffen, indem ich so im Unterstockbereich zum Beispiel, in einer Zone des Unterstocksbereichs, wie kann ich das eben hier effizient machen, was gibt es für Möglichkeiten, für Alternativen, um eben diesen Unterstockbereich zu begrünen, dass er nicht die ganze Zeit eben offen ist. Der Unterstocksbereich ist jetzt der Bereich direkt in der Reihe bei den Weinstöcken oder ist für dich der Unterstockbereich der gesamte Bereich? Nein, das ist nur direkt unter dem Bereich der Weinstöcke, vielleicht 50 cm links und rechts. Mhm. Dann ist der nächste Bereich, was wir eben für uns definiert haben, ist die Fahrspur, wo man mit dem Traktor fahren muss. Mhm. Und dann zwischen den Fahrspuren sozusagen dieser Streifen, der was im Endeffekt unbelastet ist, der eben sich anbietet, dass man hier auch Biodiversität etablieren kann und auch langfristig halten kann. Und jetzt, das Thema Klimawandel ist ja ein wichtiges Thema, auch im Weinbau. Es gibt vermehrt Starkregenereignisse, es gibt insgesamt etwas weniger Niederschlag, in manchen Regionen viel deutlich ausgeprägt, in anderen nicht so deutlich ausgeprägt, aber Wasser wird teilweise knapper und da könnte man jetzt sagen, okay, eine Begrünung reduziert jetzt das Wasserangebot für den Wein. Wie ist das einmal grundsätzlich zu sehen? Wie gesagt, das ist natürlich eine Konkurrenz, was wir drinnen haben. Wir versuchen eben hier auf Arten zurückzugreifen, die relativ flachwüchsig sind und sozusagen den Boden eigentlich vor Verdunstung schützen, aber wenn es extrem trocken wird, austrocknen und dann wieder austreiben. Okay. Da geht es eben darum, dass wir einfach keine große Konkurrenz zum Weinstock hier durchführen, vor allem das heißt, die Flachwurzler brauchen selber nicht so viel Wasser, weil sie auch nicht so eine hohe Biomasse produzieren und das ist ja auch teilweise erwünscht. Und der Wein ist tiefer unten sozusagen zu Hause. Der Wein normalerweise wurzelt bis zu 2-3 Meter tief. Mhm. Und wir schauen eben, dass wir im Unterstockbereich mit Gräser arbeiten. Hier eben mit Gräser des Extensivgrindlandes aus dem Trockengebiet. Da gibt es Schwindelarten, die sind verwandt mit dem Schafschwindel, die Festuca rubicola. Und diese Art haben wir eben versucht aufzubauen. Und die ist relativ seicht, sozusagen wachsend, macht auch nicht große Pölster. Das heißt, der braucht auch locker, aber das wäre immer eine Möglichkeit, im Unterstockbereich auch direkt anzusehen. Also diese Gräserarten, wobei ich auch gehört habe, dass diese Gräser nicht zu hoch werden sollen und zu nahe an die die Weintraube herankommen. Genau, das ist das Nächste. Die Biomasse oder die Höhe, der Höhenwuchs soll natürlich sehr niedrig sein, damit nicht, wenn es wieder dann Niederschläge gibt, dann die Pilzkrankheiten vom Vegetation auf den Wein übergehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir wenig Biomasse machen oder geringe Höhe haben. Und da haben wir auch versucht, auf Arten zurückzugreifen, die wirklich klein bleiben und gering bleiben. Okay. Und der Vorteil auch von diesen Arten, die nicht viel Biomasse machen, ist, dass sie natürlich sozusagen die Schnittnutzung oder das Mulchen nicht so häufig im Jahr durchführen muss, oder? Genau, das ist ein Vorteil. Und jetzt die letzten Versuche, was wir hier auch machen, ist sozusagen im Unterstockbereich zu schauen, ob diese Pflegemaßnahmen mit Bürstgeräten oder so mit Riemengeräten, das rauszubürsten, ob das diese Arten auch aushalten, weil das ist natürlich auch wichtig, dass ich dann im Unterstockbereich trotzdem irgendwie wenig Biomasse habe und das, was das Unkraut oder das Beikraut, was dort auch wächst, dass ich das trotzdem rausschneide. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Okay, wir haben beim heutigen Podcast davor, dass wir Bildmaterial dann auf unserer Homepage mit dazu stellen, beziehungsweise in der Videoversion auch einblenden. Also ich glaube, solche Bürstgeräte und solche Dinge und Videos können wir durchaus auch einbauen, weil ich war bei so Veranstaltungen dabei, wo wir das auch aufgenommen haben. Genau, also Empfehlung, dort vorbeizuschauen. Jetzt verlassen wir ein bisschen den Unterstockbereich. Da gibt es Gräser scheinbar, die sehr gut funktionieren und die ihr erforscht habt. Und jetzt gehen wir in den Bereich zwischen den Reihen. Genau. Im Endeffekt den Bereich zwischen den Reihen, das haben wir eben unterteilt in die Fahrspur und zwischen der Fahrspur. Ja. Und bei uns eben die Fahrspur ist im Endeffekt das soll halt relativ erosionsstabil sein, soll auch befahrbar bleiben. Deswegen haben wir hier bei uns versucht, darauf auf Rasengräser zurückgegriffen.
die sehr, 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 sehr stabil sind und eben auch eine gute Befahrung auch gut aushalten. Mhm. Und deswegen haben wir hier eine Methode, was wir verwenden, ist eben diese Ansaat mit den geteilten Sägkasten, wo man in der Fahrspur Gräser rausbringt und zwischen den Traktorreifen sozusagen diese 60, 70 Zentimeter, was dort überbleiben, hier artenreiche Mischungen ausbringen. Okay, weil diese Flächen in der Mitte werden seltener befahren oder nie befahren. Die muss man nur ab und zu dann genau richtig pflegen und über das werden wir genau später ja dann eh noch reden. Das heißt, ihr nutzt vor allem den Bereich zwischen den Rädern für Biodiversität, oder? Das ist eben die Idee dahinter, dass man wirklich diese Flächen eben hier ansieht mit artenreichen Mischungen, mit Biodiversitätsmischungen und dass dort auch diese Arten sich länger halten können, weil sie einfach nicht belastet, nicht befahren werden. Und jetzt gehen wir vielleicht genau in diesen Streifen hinein. Mich interessiert jetzt einmal am Anfang, auf welche Orten habt ihr gesetzt, wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht und was kann man auch empfehlen und wird es in Zukunft ein Saatgut geben, genau für diese Streifen? Oder gibt es das schon? Wie gesagt, dieses Saatgut, wir haben da 30 Arten in unseren Mischungen geprüft, also geprüft verwendet. Mhm. Einige sind Leguminosen, an kleeartigen, niederwüchsige Kleearten und eben auch Kräuter, vor allem Kräuter und mhm. haben komplett auf Gräser verzichtet. Mhm. Das ist eigentlich eine reine Gräser, Kräuter-Leguminosen-Mischung ohne Gräser. Okay, wo sind so, kannst du ein paar Orten? Also natürlich findet man das auch auf der Homepage dann. Genau, wir werden die Mischungen dann hineinstellen. Es ist offiziell eben auch eine Mischung über die Homepage verfügbar. Mhm. Da haben wir drinnen, ja, die, wenn man sagt, angefangen von Spitzwegerich zum Beispiel, ein bisschen was drinnen ist. Dann haben wir die Kokoslichtnelken, Nelkenarten, was wir drinnen haben, Schafgarbe. Mhm. Das sind eigentlich alles Arten, was in der Region heimisch sind, bis hin zu wilde Möhre. Mhm. Ja, alles Blütarten, die auch sehr, sehr sozusagen blütenreich sind. Du hast ein wichtiges Wort jetzt vorher gesagt, standortangepasstes heimisches Saatgut. Erstens, warum ist das wichtig? Und zweitens, gibt es das schon? Wie gesagt, wir sind hier in Gumpenstein eben zuständig für die Genbankagenten, wo es um das Saatgut des Grünlandes geht. Und hier haben wir einiges Material in den letzten Jahrzehnten gesammelt in den unterschiedlichen Regionen. Und deswegen können wir auf Basismaterial zurückgreifen, das, was eben regional gesammelt wurde. Was eben auch wichtig ist, weil diese Arten ja sich in dieser Region etabliert haben und schon langfristig gehalten haben. Und damit wissen wir auch, diese Arten sind auch für solche Dauerbegrünungen im Weinbau auch sinnvoll einzusetzen, weil sie sozusagen am Standort angepasst sind. Und weil auch die, ich sage jetzt die Bienen beispielsweise, mit diesen Arten was anfangen können, genau, oder? Also nicht nur die Bienen, sondern auch die anderen Insekten. Wir machen auch bei diesem Projekt Insektenerhöhungen und haben gesehen, wenn eben diese Artenvielfalt dort sehr hoch ist, in der Pflanzenherdenvielfalt haben wir auch sehr viele Insekten, die dann wirklich dann auch in diesem Weingarten drinnen sind. Und sie nutzen können. Genau, sozusagen nutzen können und auch Antagonisten sind für Schädlinge. Und das ist eine sehr spannende Sache, dass man dann wieder sozusagen die Natur für sich nutzt und dann im Weingarten auch die Möglichkeit hat, das sinnvoll zu nutzen. Ihr konntet im Projekt ja auch zeigen, dass sozusagen pflanzliche Biodiversität die Basis ist für hohe tierische oder Insektenbiodiversität. Und wenn es dann viel Insekten gibt, gibt es teilweise natürlich dann auch Vögel oder solche anderen, die wieder die Insekten nutzen, oder? Genau, und das haben wir gesehen. Wie gesagt, funktioniert auch und da haben wir gesehen, dass die Artenvielfalt und die Biodiversität, einfach auch die Insektenbiodiversität hier zunimmt. Und für uns auch wichtig, es sind positive Insekten, die uns auch im Weingarten jetzt keine Schäden anrichten, sondern wirklich auch Insekten sind, die Räuber sind und sozusagen sogar auf die Schädlinge am Weinstock da mithelfen, das in den Griff zu bekommen. Eine Zwischenfrage, die vielleicht kritisch ist, wie schaut es aus mit Mäusen, Maulwürfen und so weiter, wenn man solche Dinge verstärkt ausbaut? Man hat natürlich durch dieses länger stehen lassen in der Fahrspur natürlich einiges an Mäusen, was drinnen sind, weil die Biomasse einfach höher ist, da geschützter sind. Aber da hofft man, dass man eben durch den, dass man ja nicht nur den Mittelstreifen noch stehen lassen, dass das nicht so problematisch ist, dass im Unterstockbereich das eigentlich sich dann nicht ausbreiten kann. Und langfristig ist vielleicht dann auch zu erwarten, dass wenn Mäuse zunehmen, dass dann auch wieder Räuber zunehmen, die einem die Mäuse dementsprechend. Wir hoffen schon, dass dann die Greifvögel auch wieder eingreifen. Aber das braucht Zeit natürlich. Das braucht natürlich Zeit. Die Ökologie ist natürlich ein bisschen komplexer. Also wir haben eigentlich auch Flächen dabei gehabt, das sind wirklich reine Bioflächen. Mhm. Und da haben wir gesehen, dass auch dort hat es funktioniert, weil da ist natürlich auch mit allen möglichen Bekämpfungsmethoden gar nicht so leicht. Aber ja.
Vielleicht schauen wir es uns jetzt ein bisschen im zeitlichen Ablauf an. Angenommen, eine Weinbäuerin, ein Weinbauer legt einen neuen Weinried an. Wie geht er vor? Sagen wir, es wartet noch kein Weinbau davor. Was macht er dann üblicherweise? Üblicherweise, wie gesagt, in der Südsteiermark, wenn kein Weinbau vor ist, da wird einmal der Boden aufbereitet. Mhm. Der wird rigolt, das wird sozusagen hergerichtet, damit er für den Weinbau eben sinnvoll oder im Weinbau gut funktioniert. Und da schauen wir eben, dass wir zuerst einmal einen Zwischenfruchtanbau raufbekommen. Das heißt, es kommt eine Vorfrucht hinein, genau, oder? Dass der Boden aber wieder mal homogenisiert wird und das Ganze sozusagen als Vorfrucht dient und als Boden. Was ist das zum Aufbau. Beispiel? Ja, Verzehle zum Beispiel, Getreide, was wir da verwendet haben, Gersten, einfach eine einjährige Begrünung, die einfach dann einmal den Boden gut aufbereitet und homogenisiert. Gut, wie geht es dann weiter? Dann werden die Reben gesetzt? Genau, da werden die Reben gesetzt und dann nach den Rebensetzung wird natürlich auch das Gerüst und alles montiert und dann, haben wir gesagt, und dann fängt es an, dass man gleich mal versucht, diesen Weingarten zu begrünen, eben in der Fahrspur und zwischen den Fahrspuren mit Biodiversitätsmischungen und ausdauernden Biodiversitätsmischungen. Und in der Reihe, wie begrüne ich in der Reihe? In der ist das händisch oder wie läuft das technisch? Technisch haben sie das, sind wir noch nicht so weit ausgereift, dass wir technisch wissen, wie man in der Reihe begrünt. Das wird dann an solchen Flachen händisch gemacht, dass man das einfach händisch dann unter dem Weinstock ausbringt. Okay. Und zwischen den Reihen habe ich dann eben diese von euch eigentlich gemeinsam mit Firmen weiterentwickelte Seetechnik, genau, oder? Und vielleicht kannst du die ein bisschen beschreiben. Das ist im Endeffekt eine Seetechnik, die aus dem Grünlandbereich kommt, aus der Nachsaattechnik, wo man einen geteilten Seekasten hat, der eben in der Mitte ein anderes Saatgut sät als außerhalb, wo man im Endeffekt die Fahrspur hat. Okay, jetzt habe ich eine kritische Frage. Jetzt bin ich aber in der Südsteiermark, die ist meistens etwas hängig. Ja. Wie habt ihr das gelöst? Rinnt da nicht das Saatgut in einer Seite und oben ist gar nichts mehr und so weiter? Nein, das ist einfach diese Seittechnik, schafft es schon, dass sie das sozusagen gut ausbringt und die Säckkästen, was da verwendet werden, über den pneumatischen Aussaat, schafft es sehr gut, dass die sozusagen auch das schön flächig von oben nach unten ausbringen und komplett auf die Fläche schön verteilen. Okay, was mache ich, bevor ich sehe? Muss ich mit dem Boden vorbehandeln? Genau, bevor ich sehe, muss ich eben schauen, dass der Boden, wenn ich ihn so weit unkrautfrei habe, und da haben wir eben in bestehenden Anlagen die Variante, wo wir mit einer Umkehrrotorecke im Zwischenbereich fahren, sozusagen nur diese 70 cm befahren. Und wenn ich jetzt eine Neuanlage habe und so das Beikraut schon sich so stark etabliert hat, was passieren kann, wenn ich eben diese Pflanzung und diese ganzen Aufbauten mache im Weingarten, dass ich da auch noch mit einer flächigen, entweder Kreisläge oder Umkehrfräse fahre, dass ich den Boden öffne, damit sich die Roten rückverdichten, oder? Rückverdichten mit einer Walze, mit einer Prismenwalze und dann eben das Ganze einsehe. Teilweise gibt es Kombinationsgeräte, oder? Es gibt Kombinationsgeräte, es ist eben zu beachten, es gibt auch Kombinationsgeräte, wo ich zugleich die Einsaat machen kann, aber da haben wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil normalerweise eben dann das Saatgut in die Kreisläge hineinfällt zum Beispiel. Das wird zu tief eingearbeitet zum Teil. Deswegen haben wir immer gesagt, zwei Arbeitsschritte. Zuerst die Bodenvorbereitung, das Saatbeet schön bereiten und im zweiten Schritt dann einsehen. Jetzt kommt die Standardfrage. Welche Jahreszeit empfiehlst du für diese Arbeiten? Ich sage, für uns ist natürlich zurzeit in Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Trockenheit im Sommer, wäre es sinnvoll, wenn man das im Spätsommer macht. Das heißt, Mitte August bis Mitte September die Einsaat, dann können sich die Arten sehr gut etablieren und im nächsten Jahr habe ich einen guten Bestand da. Aber es ist natürlich auch meistens die Variante, dass man sagt, im Frühjahr Einsaat, da kann es natürlich passieren, wenn Trockenperioden kommen, dass dann wieder die Vegetation einfach sich sehr, sehr, sehr schlecht entwickeln kann. Man muss sagen, im Herbst ist halt teilweise auch so die Arbeitsbelastung auf den Betrieben schon relativ hoch, weil die Weinlese beginnt. Genau. Möglicherweise muss man in ein Loch reingehen, wo man gerade wartet auf die nächste Ernte. Ja. Das haben wir auch schon besprochen mit den Winzern. Sie haben natürlich auch, wenn sie vor allem bestehende Weingärten, dass man da nicht unbedingt den Boden öffnen möchte, kurz vor der Lese. Mhm. Erstens habe ich dann wieder Verschmutzung, wenn man das dann wieder verzerrt in die Erde. Ja. Und ein zweiter Ding ist im Endeffekt, dass der Stickstoff frei wird und dann die Trauben noch schneller reif werden. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt eben gesagt, wenn das ist, so wie heuer, muss man sagen, hat die Lese schon stattgefunden in manchen Weinbergen Anfang September. Wir sind jetzt Anfang September. Jetzt könnte ich sozusagen nach dieser Lese eigentlich gleich mal das Ganze machen.
ein Stress hat der Winzer sowieso den ganzen Herbst, da muss er sich halt vielleicht einen Tag oder zwei rauszwicken, weil er sagt so, und jetzt ist die gröbste Lese vorbei und jetzt öffne ich den Boden und sehe das gleich ein und dann habe ich... Und die Technik dazu, die gibt es jetzt schon in der Region unten in der Südsteiermark, genau. Quasi? Das gibt es in der Südsteiermark, auch in anderen Regionen gibt es diese Technik, wie man das auch einsehen kann, dieser geteilte Seekasten, eben auch diese Umkehrfräsen zum Öffnen des Bodens bzw. schmale Kreislegen, das gibt es. Willi, das ist sozusagen die Neuanlage relativ gut dargestellt jetzt einmal gewesen von Beginn her. Wie schaut es denn aus, wenn ich bestehende Anlagen begrünen möchte, mit Biodiversität versehen möchte? Wie gesagt, da haben wir eigentlich die gleiche Methode, wo wir einfach nur den Zwischenstreifen aufmachen, okay. Diese schmalen Streifen mit 70 cm mit einer Umkehrfräse und dort das dann einsehen und eben im Endeffekt auch wieder Breitsaat fahren, dass man von der Fahrspur wieder die Rassensorten hineinbekommen, dass die Fahrspur auch wieder gestärkt wird und der Mittelstreifen mit Biodiversität angesehen wird. Ich habe auch mitbekommen bei Vorträgen, dass von den Winzern auch die Frage gekommen ist, den gesamten Weinberg umstellen oder diese Mittelstreifen erstellen oder Schritt für Schritt, jede zweite, jede vierte und so weiter und jedes Jahr einen gewissen Anteil. Wie siehst du das? Wir haben eigentlich immer einen Vorschlag gemacht, dass man es versetzt macht, dann habe ich die Möglichkeit, dass jede zweite Reihe belassen wird. Und wenn es die Etablierung dieser Kräuter, sie brauchen relativ lang, dass man da ein bisschen zuwartet und sie nicht gleich belastet, und da habe ich die Möglichkeit, dass ich jede zweite Reihe befahre und dann wieder eine sozusagen. Also das geht am Schnittholz ein bisschen, oder? Schnittholz, nicht nur Schnittholz, sondern auch dieses Schnittholz muss halt dann gemulcht werden. Ja. Dass ich das dann mache, dass ich das ein bisschen versetzt mache. Deswegen, dass man sich darauf spezialisiert, nicht die ganze Fläche auf einmal umbringt. Gut, jetzt sind wir im Weinbereich, wo wir eine Biodiversitätsfläche jetzt den Streifen angelegt haben. Wie muss ich jetzt dann in diesem Jahr die Nutzung machen und in den Folgejahren, damit die Biodiversität erhalten bleibt? Weil eigentlich geht es ja darum, nicht nur sozusagen ein Strohfeuer zu erzeugen, sondern etwas Dauerhaftes anzulegen. Wie muss ich jetzt also im ersten Jahr vorgehen und in den nächsten Jahren? Wie gesagt, im ersten Jahr ist nicht ganz so tragisch. Da kann ich wirklich diese Flächen auch, wenn Beikräuter sich etablieren, dass man das auch, da kann ich es öfter Pflegeschnitte machen. Oder mulchen. Mulchen, aber wie gesagt, nicht zu tief wahrscheinlich. Nicht zu tief, das ist wichtig, dass ich wirklich diese 10 cm, nicht tiefer als 10 cm fahre, dann wird es meistens eh schon tiefer, aber dass ich unbedingt die Rosette, also der Kräuter, nicht verletze, dass man da wirklich die Möglichkeit haben, sich die gescheit zu etablieren. Mhm. Das im ersten Jahr und in den Folgejahren wäre ihm sehr, sehr wichtig, dass man diesen Bestand dann abblühen lässt und auch absamen lässt im Mittelstreifen. Dass der nur maximal zweimal im Jahr gemulcht wird oder gemäht wird. Und da ist der erste Schnitttermin sehr, sehr wichtig, oder? Genau, der erste Schnitttermin, da sagen wir immer, soll zumindest Anfang bis Mitte Juli sein, dass man dann erst einmal schneidet. Das war eine lange Diskussion auch, wie kann man das überhaupt umsetzen? Wie geht das technisch? Ja. Mittlerweile gibt es eben Biodiversitätsmulcher, beziehungsweise was ist das? Mulcher, die nur seitlich mulchen und den Mittelstreifen stehen lassen. Das heißt, ihr habt im Prinzip in der Mitte die Schlegelgeräte herausgeschraubt, genau, oder? Genau, das gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man einfach das Mittelmesser herausnimmt bei so einem Mulcher oder eben komplett einen Biodiversitätsmulcher besorgt, der diesen Mittelstreifen stehen lässt. Die gibt es jetzt einstweilen schon? Gibt es auch einstweilen schon, okay. Ja. Dann kann man auch einen Maschinenring ausbauen unten, habe ich gehört. Gell? Kann man ausbauen und das kann man auch machen, aber am einfachsten ist, wenn man ein Gerät hat, wo man einfach das Mittelmesser ausbaut, dann kann jeder sein Landwirt das pflegen. Und auch wenn es mit der Walze, die was hinten nachläuft, damit nicht so tief läuft das Ganze, ab niedergedrückt wird, steht es wieder auf, aber es wird nicht abgeschnitten. Das will ich jetzt müssen wir vielleicht ganz klar noch einmal sagen, warum ist es wichtig, nicht zu tief zu mulchen und zu mähen und nicht zu früh zu mulchen und zu mähen. Warum ist das so wichtig? Ich sage, das ist eben wichtig, dass ich es ausdauernd halten kann. Es geht ja um eine Dauerbegrünung und jede Fläche, die Arten brauchen eben auch die natürliche Versamung wieder und damit das funktioniert, wenn wieder offene Flächen stehen, dass das wieder nachwachsen kann. Das ist eben wichtig, dass man sozusagen das ja so lange wie möglich stehen lässt, bis Samenreife da ist. Und da sind wir einfach bis Anfang bis Mitte Juli, dass wir das erste Mal schneiden sollten. Und wichtig eben nicht zu tief, weil wenn ich zu tief mulche, dann erwische ich die Rosetten, die Kräuter, auch die Leguminosen. Austreiben, und wenn ich die wegschneide, dann ist das der Tod. Ja. Dann zerstöre ich sozusagen diese Arten, was da drinnen sind. Wie lange hält der zur Biodiversitätsangelegter Streifen? Optisch erkennbar, über wie viele Jahre ist denn das? Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre? Wir gehen mal davon aus, dass man 10 Jahre das Ganze sich gut halten kann. Wenn es passendes Saatgut ist, oder?
passende Saatgut und eben passende Pflege. Mhm. Es nimmt natürlich, dieser Blühaspekt nimmt natürlich auch, wir haben ja bei unseren Mischungen auch einjährige Arten drinnen, so zum Beispiel diese Ringelblume, wir haben auch Klatschmohn drinnen. Zu Beginn. Zu Beginn, aber diese Arten natürlich fallen aus, weil sie natürlich nur einjährig sind, aber dann die Dauerbegrünung, sozusagen die Arten, die was ausdauernd sind, die bleiben bestehen und die sind auch längerfristig sichtbar. Und das Spannende für uns ist natürlich, auch nach Jahren sieht man da wieder andere Arten, was sich etablieren können. Weil die einfach Ehrenkreis dann die Chance Arten, kriegen, sich selbst genau, dann auch wieder, wieder zu etablieren können, wenn sich das dann ein bisschen eingependelt hat. Okay. Wie viel kostet sowas? Mehr? Wir sind natürlich, wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Saatgutmischung, wahrscheinlich beim fast Zehnfachen, was ich bezahle für die Saatgut. Okay. Mhm. Wenn ich das jetzt einmal hochrechne. Aber wir haben natürlich gesagt, wir machen nur diesen Mittelstreifen. Wir sehen nicht die ganze Fläche an, sondern nur den Mittelstreifen und sind dann eigentlich bei maximal 15-20% der Fläche, was ich im Weingarten mit diesem Biodiversitätssaatgut ansehe. Mhm. Und zusätzlich, wir haben da sehr, sehr geringe Aushubmengen. Das sind 2 Gramm pro Quadratmeter, okay, beziehungsweise 20 Kilogramm pro Hektar, was ich dann brauche. Wenn ich jetzt da sage, 20% davon, ist das jetzt nicht die Menge, was ich da brauche. Aber deswegen haben wir gesagt, wirklich dort ausbringen, wo es Sinn macht, wo es auch sich etablieren und längerfristig halten kann. Gibt es Förderungen, die man halten kann? Direkte Förderungen sind noch nicht geplant, dass man das macht, aber im Öpol kann natürlich sein, dass dann irgendwann einmal auch für diese Biodiversitätsanlagen. Die Renaturierungsverordnung wird auch den Bereich anbringen. Und dann wird das sicher ein Schritt sein, wo man auch aktiv was tun kann und dann auch Geld hoffentlich bekommt dafür. Führen kann, wie gesagt, aber wir sagen im Endeffekt, es muss natürlich nicht alles gefördert werden. Und hier geht es schon auch, dass der Landwirt für sich selbst und auch die Biodiversität. Ja, sie ist ja erkennbar für den Kunden. Genau, der Kunde, dass der dann auch sieht, okay, da wird was gemacht und da haben wir wirklich blühende Weingärten und nicht nur rein. Ja. Rasen ja. Unter den Weingärten. Was hat aus deiner Sicht gut funktioniert und wo hat es auf die Nosen gefallen? Wie gesagt, gut funktioniert. Es gibt eigentlich da, wo man den relativ nährstoffarme Böden gehabt haben, auch bei Winzern, die sozusagen schon länger im Biobetrieb unterwegs sind, die natürlich mit dem Dünger relativ reduziert arbeiten müssen und vor allem die Weinstöcke düngen müssen. Da hat es sehr gut funktioniert. Da muss man sagen, können sich diese Mischungen auch sehr, sehr lange halten. Weil der Boden nicht überdüngt ist. Genau, nicht überdüngt ist, weil dieses... Die sind ja eher konkurrenzschwach am Anfang. Genau, konkurrenzschwach und sie lieben eben diesen nährstoffarmen Boden. Eben die nährstoffreichen Weingärten, wo sehr, sehr viel Nährstoffe drinnen sind, ist sehr schwierig, dass sie das etablieren kann. Und vor allem auch, wenn man zum Beispiel Unkräuter drinnen haben, so wie die Quecke. Wenn ich natürlich die Quecke öffne mit einer Umkehrfräse, dann explodiert die und wächst uns die Kräuter komplett zu. Und da haben wir gesehen, da ist es fast unmöglich, was zu etablieren, wenn ich so einen quäkenreichen Bestand schon vorher habe. Okay, okay. Welche Tipps würdest du geben, wenn ein Weinbauer, eine Weinbäuerin sich jetzt das überlegt, in das einzusteigen? Kann ich mir wo was anschauen? Kann ich von bei anderen lernen? Wo kriege ich die Maschinen her? Das Saatgut. Wie gesagt, in der Südsteiermark, mittlerweile in Silberberg haben sie das Know-how. Da ist das Wissen vorhanden. Es gibt einige Winzer eben auch, die sehr, sehr intensiv dort eingestiegen sind und sich das um das bemüht haben. Und, das auch gern weitergeben, oder? Das geben wir gern weiter. Mhm. Auch diese Versuchslehren, was wir angelegt haben, kann man gerne anschauen vor Ort, sind auch überall beschrieben. Und dass man das einmal schlau macht, dass man nicht falsche Hoffnungen weckt, sondern wirklich sieht, okay, wie schaut es dann aus nach 3, 4, 5 Jahren? Wie schauen solche Flächen aus? Gibt es auf der Homepage was zu finden? Homepage gibt es auch einiges. Okay. Vor allem am Raum bei Gumpenstein. Einige Folder, was wir drinnen haben, wo auch genau beschrieben wird, wie diese Technik funktioniert, wie man die Pflege machen muss. Da haben und diese Saatgutmischungen gibt es auch, oder? Die Saatgutmischungen ist mittlerweile auch im Handel erhältlich. Es sind nicht ganz genau diese Mischungen, was wir jetzt bei dem Projekt verwendet haben. Es sind ein paar abgespeckte Mischungen, eben manche Mischungen mit Gräser, weil man einfach da den Preis um einiges reduzieren kann, aber auch Kräutermischungen, die im Handel erhältlich sind, mit zertifizierten, mit Gumpenstein zertifiziertes Material, Saatgut, was da möglich ist. Sowohl für den Zwischenspurenbereich als auch für die Spuren und auch für das Unter, genau, in der Reihe. In der Reihe, da gibt es schon Mischungen, wie gesagt, und die sind zum Glück im Handel erhältlich. Damit haben wir das, können wir das auch umsetzen, großflächig. Jetzt hört diesen Podcast vielleicht auch ein Obstbauer, ein Apfelbetrieb oder so weiter. Gibt es in diesen Bereichen auch schon Aktivitäten, die da hingehen? Ja, wir haben auch schon im Obstbau das Ganze versucht und auch
Versuchsflächen angelegt. Mhm. Der Obstbau ist ein bisschen, was soll man sagen, ein bisschen, die Standardsbedingungen sind ein bisschen anders. Da haben wir natürlich meistens noch mehr Nährstoffe im Boden drinnen. Mhm. Und ja, mit diesen Hagelnetzen, die komplett flächig verteilt sind, haben wir dann sozusagen oft die Schwierigkeit, dass genau dort in diesem Bereich, im Mittelstreifen, dann der große Niederschlag zusammenkommt. Und das ist dann die Schwierigkeit, dass diese Arten eigentlich relativ trocken lebend sind, dass sie nicht gut halten können. Aha, das heißt, da sind Sie noch am Arbeiten? Da sind wir noch am Arbeiten. Wie gesagt, im Weinbau ist ja das Hagelnetz direkt am Weinstock, im Obstbau oberhalb. Mhm. Und da kommt dann halt das Ganze dann dort genau in der Mitte zusammen. Und da haben wir dann dort, wo wir eigentlich gerne diese trocken lebenden Arten haben, sozusagen ein bisschen ein Problem. Das heißt, ihr braucht so die Pflanzen, die dann im feuchten Bereich, und da seid ihr auch am Arbeiten, oder? Es ist nicht ganz so einfach im Obstbau wie im Weinbau. Vor allem auch die Nährstoffversorgung. Man teilweise könnten ja in Zukunft PV-Anlagen im Wein, im Obstbau vor allem kommen. Das heißt, da habe ich ja vielleicht auch das gleiche Problem, aber ja, muss man sich dann anschauen, konkret, welche Technik verwendet wird. Müsste man sich anschauen, wie gesagt, da könnte es wieder gehen, weil da dann die Fläche, was offen ist, ein bisschen größer ist, dass man dort das dann reinbekommt, auch dass man diese Biodiversitätsmischung reinbekommt. Eben auch dort Acht zu geben, wenn manche Obstbau, wenn der sozusagen die letzten 15 bis 20 Jahre, 4 bis 5 Mal im Jahr gemulcht hat, dann wissen wir, was für Arten übrig bleiben. Da haben wir relativ konkurrenzstarke Gräser, was dann noch im Obstgarten vorhanden sind, und diese wachsen schon extrem drüber. Okay. Gut, also da ist man noch am Arbeiten, so wie ich auch weiß, dass ihr im Bereich PV-Anlagen zwischen, wo die aufgeständert sind, dort Biodiversität hineinzubringen. Also euer Arbeitsfokus ist eben genau, liegt in dem Bereich, wieder das Blühen zurückzubringen, mit Standort angepassten Saatgut zu arbeiten, damit eben auch die Bienen, die Wildbienen abgestimmt sind auf die Pflanzen, die vorhanden sind, und dann auch natürlich die Bäuerinnen und Bauern auf diesem Weg mitzunehmen und auch ein Zeichen hin zu den Konsumenten zu setzen. Und ich glaube, gerade im Weinbau macht es sehr, sehr Sinn, weil ja die Kommunikation zwischen Bäuerinnen und Bauer und Konsumentin und Konsument direkter ist in großen Teilen. Ja, wie gesagt, das ist ja immer, es wird schon in Zukunft vor allem für Winzer, die im ökologischen Bereich arbeiten oder im Bierbereich arbeiten, immer interessanter werden, weil es einfach auch die Biodiversität nicht nur sozusagen außerhalb vom Weingarten, sondern wirklich im Weingarten drin auch haben und das auch damit mitverkaufen können. Ich glaube, dass das ein gutes Argument sein wird, auch für die Kunden auf diesen Wein dann zurückzugreifen. Ja, ich zum Schluss vielen Dank für eure Arbeit, auch dafür, dass du das jetzt so gut weitergegeben hast. Es gibt da Unterlagen auf unserer Homepage dazu zum gesamten Projekt. Es gibt die Videos, es gibt Bilder und dazu laden wir Sie sehr herzlich ein, dass Sie dort vorbeischauen. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie unseren Podcast, wenn er Ihnen gefallen hat, weiterteilen könnten, damit noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer unsere Podcasts verfolgen. Wir versuchen, wichtige Themen der Landwirtschaft, der Lebensmittelwirtschaft, auch der Forstwirtschaft, der Biodiversität zu bearbeiten und Impulse zum Nachdenken zu geben. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Stein.